Das ist jetzt die Bucht von St. Malo am Mittwoch. Heute ist ein bisschen trüb. He? Da geht die Bucht ewig noch weiter. Da. Das ist das Oceania an der Plage de Sullion. Da sind wir jetzt. Plage Rock, Bonn. Und da ist sie. Vorne ist die Cloche, die geschlossene Stadt. Und da gehen wir jetzt wieder noch einmal eine Runde drehen auf der Mauer. Sind wir in St. Malo wieder. Das Vinzenztor. Schiffsglocken. In der Kirche in St. Malo. Ein düsterer Laden hier. Aber hier ist total ausgestorben. Das ist noch so ein Haus mit normannischem Holzwerk, diese senkrechten Streben, Telegrafe, Post. Das ist alles diese riesen Betonklötze hier. Das Hotel Grand B. Das ist der eine vom Vauban. Le Place de Fer, La Mernese, Bruder, was ist das Bruder? Zwei Brüder, Jean-Marie und Felice. Da ist immer hier dieses Duguenard-Renard bei Molknecht. Was? Das hat gebaut, das Museum. Wir fahren das ertrinkensgefährliche Strömung. 10 Meter überflutbar. Das ist. Die Sommerferien sind rum. Jetzt ist nichts mehr los hier. Das ist die Stadtmauer von außen. Strebewerke hier immer. Da ist kein Durchkommen. Da eine Mauer. Das ist ja die Insel, wo man von unserem Hotel aus sieht. Da. Das ist eigentlich die reinste Steinwüste hier. Alles aus Granit. Das ist der Nordwestecke von dem Fall. Und 15 Jahre. Gewaltige Felsformationen hier. Du siehst da, da ist die Lava rausgequollen. Wie Zau. Jetzt da rüber. Und da drüben ist die Nahen. Die Nahen. Die Nahen, das ist auch. Da waren wir auch schon. Ja, das ist eine schöne Stadt, der Keller wieder, was zeigt den Engländer. Das ist das Château Gaillard. Das sieht man hier immer im Fernsehen, wenn die hier die Wellen dagegen schlagen. Die Pfosten sollen sie ein bisschen vermischen. Aber das ist schon eigentlich hier das Ende von der Faltung. Rückens da. Hotel de la City. Also jetzt ist total verschlafen da. Das ist also wirklich ein schöner Wintergarten drauf gebaut. Hat natürlich freie Sicht aufs Meer. Vielleicht sind wir auch zu früh. Jetzt ist erst 9:30 Uhr. Da fangen die erst auf zu stuhlen hier. Jetzt sind noch welche da drüben auf der Insel. Und da kommt aber jetzt die Flut. Dann müssen sie machen, dass sie rüberkommen hier.
Das ist aus. Fallen die Truppen ein. Da sind wir glücklich noch gewesen, dass man so früh morgens kommt. Jetzt ist 20 vor 10. Mal sehen, wie die Nase, wie die schnell zuläuft da. Da kannst du zugucken. Hier saugen sie sogar mit dem E-Scooter rum. Der fährt mit seinem E-Scooter und dem Jungen vorne drauf. Ja. Immer Bewegung jetzt. Die Hunde, die haben einen Spaß da im Neid zu saugen. Wieder raus. Jetzt ändert sich das schlagartig, jetzt ist hier ran. Jetzt ist 10 Minuten später. Jetzt ist das alles vollgelaufen, also die Flut kommt hier relativ schnell. Das war ja praktisch ein schmaler Streifen, wo die noch durchgewartet sind. Das ist ein Schuffriss, weiß ich nicht. Das sind die Buvette, das sind diese Pfähle hier. Ha? Total verrostet. Bis hierher schmeißt das Wasser da. Jetzt guckt ihr das an hier. Da vorne sind die noch rübergelaufen. Und jetzt haben wir genau 20 Minuten später das Wasser so weit aufgelaufen. Das sind die unbekannten Flecken hier von. Das ist das Vornationalmonument Historik Klassik an der Grand Plage. Das ist Blanche-Stadion. Innerhalb der Mauern. Vorne ist unser Hotel. Irgendwo hier an der Plage lang. Aber da ist jetzt praktisch, die Insel ist ja aufgeschüttet, das merkt man gar nicht. Auch ein neuer Blick auf Saint-Malo. Hier ist die Marina. Ist das Korsarenschiff da? Das ist der Busbahnhof da. Da ist wahrscheinlich ein Erstklässler oder Zweitklässler. Ein ganzer Corona. Kompanie de Bäches. Das ist richtig. Das heißt ja. So, der Petron ist ein hässlicher Typ. Das ist hier so. 14. Jahrhundert mit dem Lancaster waren die Engländer hier zugange und dann haben sie hier so Jakobiner. Das habe ich auch schon mal gehabt hier. Das haben wir schon mal. Aber es glaubt nicht, was hier Touristen rumtappen. Jetzt ist Urlaubszeit ist vorbei, aber es trotzdem. Da ist die Natur voll. Schön uralt Haus. Da steht Uwehr, es ist offen und das Haus ist offen. Das ist ein Marktplatz. Das sind die Hallen von der Enge. Schaust, das ist Fromage. Das ist doch die Markthalle praktisch. Markthalle. Wir schließen es dann auch. Hier wird der Schlüssel. Ich kann doch kein Handelsgeschäft abschließen. Da gibt es ja Louis Dinard. Cidreles Bretagne. Wollen wir das noch lehnen hier? Ja, ja. Franziskanerkloster hier, ein Riesenschuppen. Wird alles neu restauriert.
Das sind ionische Säulen. Wie kommen die hierher? Geht ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ob sie eine tolle Senke sind. Sehr schön. Ne, das ist der Stadtturm. Da sind wir gerade da unten gewesen. Und den war der Hafen von den da unten. Kein Problem, die haben es geschafft. Nur, jetzt was soll man mit der Ding anfangen? Eine ganze Zeit lang haben sie dann die immer mitgeschleppt im Käfig. Die, den Weg, der Rund, den Rundweg hat man restauriert 1986. Und eingeweiht war am 20. Januar 1993. Das ist jetzt der Hafen von Dinard da unten. Das ist die St. Kathrin, die Maitre von Dinard, 1280. Duc von Bretagne. Ein romanisches Fachwerkhaus. Das ist die Erlöserkirche von dem Jörkel da auf dem anderen Gaul da. Da liegt er. Suppentopf, den haben sie hier von unten Ferrar ist der gestorben und dann haben sie den eingekocht und dann haben sie hier das Herz begraben. Die Vierung hier. Und die Abside. Hier ist von dem Renan. Das ist das Dinan da. Da waren wir jetzt auch schon zwei oder dreimal. Wir fahren jetzt über das Rhein der Hans und fahren jetzt das ist die Hans, eben, an. Das typisch ist, die von dem, was der Adel unternommen hat. Immer mal Zoo von Bourbonsee. Zoospektakel. Die Sitte des Chapeaus, das ist das Chateau da. Das ist so ein Park, also da sind Kinder, das ist ohne Ende hier. So mit Hüpfburg und allem Pipapo. Da ist eine Gruppe, die gehen auf das Schloss und gucken das Schloss an. Das ist 1583. 1583. Ein Reiter. Und die sauen so mit der Hundeschar. Jesus Gott, haben die Viecher. Einige Gezeitenhöhle. Da. Das ist ein Abendlicht. Da geht die Sonne jetzt runter. Was sonst das hier? Einige Zeitenhöhle. Das ist 3:45 Sonne. Und das ist. Das ist der schöne Strand hier, das ist also toll. Ganz toll ist das hier.